Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einem Videopart von meinem Livestream. Ja, dass wir einfach zwischendurch mal einen Videopart jetzt machen, wegen Zeitgründen und so. Jo, wir haben das letzte Mal den einen General da mit irgendwie A. Greetings. Ja, ist jetzt gar nicht mehr dabei. Avarios, genau. Avarios besiegt. Und wir haben gemerkt, wir sind echt OP. Jetzt wollen wir natürlich weiterspielen. Für mich ist jetzt wirklich der andere Part gleich zu Ende gewesen. Jetzt mache ich weiter. Damit ich natürlich auch ein bisschen Content bringen kann. Es ist nun mal so, jetzt gerade Go geht schon sehr beliebt und deshalb habe ich wirklich wenig Zeit, jetzt noch ein paar Verwechsel auch gleichzeitig zu streamen, also am gleichen Tag zu streamen vor allem und so. Mal schauen, wie gut die Videos ankommen. Und jo, dass ihr auch wirklich euch auch ein bisschen Zeit nehmen könnt für Kommentieren und so. In den Livestreams merke ich meistens, ja, die Leute schreiben irgendwelchen Stuss oder so. Oder schaut nach gleich wieder ab, wenn sie merken, ja, es ist gerade momentan nicht so ein Stand, wo es ihnen interessiert und so. Ihr habt ja die Möglichkeit, das Video auch wieder zu schauen, wenn es euch interessiert und alles. Ja, einfach aus Zeitgründen, dass nicht 2 Stunden ist, sondern nur eine halbe Stunde. Damit, ja, ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt und nicht so lange braucht zum Spulen. Also vorwärts spulen. Genau. Aua. Ja, diese doofen Monster mit Schutzschild. Annäherungsschild. Aber arg, ist einfach so ein blitzschneller Töter. Dann brauchte ich einfach schon längere Zeit für ein Totenbild. Nur eben, wir bekommen meistens die Schaden eben. Gleichzeitig, weil sie natürlich weit schießen können und zaubern können und so. Ist jetzt gerade ein nicht so ein gutes Gebiet für den momentanen Stand vom Tempel. Wow. Ja, von jeder Seite. Übertrieben. So, ich sollte manchmal nur einen Toten platzieren. Weil ich muss ja schnell wieder ausweichen können. Also es ist wirklich Glass kennen, also ich halte noch überhaupt nichts aus. Und ich kümmere mich auch nicht, damit ich mehr aushalte, nicht darum. Hä? Ja, Challenge accepted. So, oh, jetzt habe ich nicht geschaut, ob das Video gut eingestellt ist. Einfach kurz einen Kommentar schreiben, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Das sollte eigentlich immer noch gut eingestellt sein, hier ein paar Verwechsel. Nichts umgestellt. Vom Sound her, nicht, dass ihr dann nichts mehr hört, weil der Sound zu laut ist oder zu leise ist. Von mir. Ja, ich nehme immer natürlich gerne Hilfe an beim Verbessern des Livestreams und Videos und so weiter. Also, ich finde es richtig toll, dass schon so viele mir geholfen haben. Wo bin ich halt einfach langsamer als andere, weil ich kein Netzwerk. Im Netzwerk wirst du natürlich extrem geholfen und so weiter. Aber aus Werbegründen tue ich keinem Netzwerk anschließen. Nicht, dass ich dann auch wirklich gezwungen werde, Videos mit Werbung zu füllen und alles. Also ihr werdet sehen, wenn ich 1000 Abonnenten habe, ich werde nicht Werbung anstellen, damit ich Geld verdiene. Das heißt aber auch, dass ihr halt auch ein bisschen eventuell halt, ja, Stream-Spenden an, geben müsst. Weil sonst kann ich nicht wachsen, oder? Aber es ist für jeden für sich, also gezwungen werdet ihr nicht. Einfach, damit ich wachsen kann, bin ich darauf angewiesen. Kann ich auch sagen, ja, ich muss gar nicht gespenden, muss spenden und so sagen. Ja, halt einfach, ja, neue Games, neues Equipment, alles mögliche Geld kostet. Ich muss ja das Essen noch zahlen. Ich kann nicht aber auch nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und momentan sind wir wirklich knapp bei Kasse. Ja.
Ich muss immer meiner Schwester und meinem Vater viel Geld geben. Sie, ja, sind trotzdem immer noch arm. Und ich leide dadurch auch, weil ich natürlich sehr viel Geld verliere an meinen Bekannten. Ja, und das gibt mir aber auch Motivation. Vor allem eben für den Fußball. Im Leistung tue ich ja eben, also in meinem Kanal tue ich ja nichts verdienen, wirklich nichts, wird so wenig gespendet. Aber das tut mich wieder verbessern, damit ich wieder besser im Fußball bin, dass ich wieder mich mehr anstrenge und alles Mögliche. Also es hat einen riesen Einfluss, wenn ihr nur zuschaut. Ihr müsst nur zuschauen. Ihr müsst nicht euch langweilen. Wenn es euch langweilig ist, dann dürft ihr gerne ein bisschen überspringen oder so. Oder auch mal sagen, hey du bist langweilig. Und dann ist es auch wieder besser. Aber die meisten verstehen das auch nicht, wie sie eben mich verbessern können. Oder dass es ihnen, dass ich mehr Spaß machen für ihn, für sie. Und deshalb, ja, läuft halt nicht ganz so viel, wie ich schon gerne hätte. Eben Konkurrenz ist halt einfach riesengroß. Ist klar, dass manche mehr andere genießen als mich. Das ist klar. Das ist aber nun mal so. Ich bin sowas von naiv sozusagen. Ich habe einfach das Verlangen nicht, was andere so mega haben und dann nerven in den Videos. Komm, liked mich doch. Oh. Ich bin so ein armer Mensch, ich habe nicht mal 20 Likes. Oh. Und ich habe keine auch mal 8 Dislikes, ist ja nicht? Und die Leute trollen so. Aber ich sehe es, dass wirklich alle eigentlich zum Trollen da gewesen sind. Das wird nämlich nie gedisliked. Und momentan ist wirklich wieder am Zocken und Trollen. Ja, muss ich disliken. Obwohl er sieht ja, dass es mich nicht kommt. Also da immer speziell, dass die Leute einfach nicht verstehen, oh, wieso macht er denn nichts? Ist nicht alles in Sieben, ist nicht alles so furzdumm. Es gibt sogar viele intelligente Menschen, nur haben sie die Intelligenz am falschen Ort. Schaut im Leben, dass ihr wirklich alles recht gut machen könnt. Das ist die Hauptsache. Es beeinflusst sehr viel. Oh, ihr habt mal nicht gelernt und ja, eine 6 geschrieben. Ja, das könnte so viel Einfluss haben, oder? Schaut, dass ihr euer Leben genießen könnt. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Codierung überlastet. What the fuck? Oh, Broadcaster-Software, du warst auch schon mal schnell. Nicht, dass das jetzt noch das Video echt langsam macht. Also das Spiel tut jetzt wirklich nicht viel machen. Ja, der CPU ist wahrscheinlich wieder am Schlafen und benutzt nur 10% seiner Kraft. Wieso? Aber jetzt gibt es so irgendwie 9760 vom Intel. Die sind ja mega gut, nur so mega toll. Oh, das kannst du dir einfach nicht zahlen. Kann ich mal ein Reiche zahlen? Ja. Ich habe einen falschen Sockel. Ich kann jetzt momentan echt kein CPU einbauen, weil es den CPU einfach nicht gibt. Deshalb, ja. Muss ich ja warten, bis ich Geld habe für einen kompletten PC. Kann mir wer irgendwie 3000 Euro schenken? Ich gebe ihn da auch wieder zurück dann. Also gebt das Geld dann immer mal zurück, bitte, bitte. Genau so machen die das immer in den Livestreams, ey. Das ist so echt. Oh, immer Betty, bitte, bitte. Das geht mir auf den Keks. Spielt
Okay, ist jetzt momentan echt taktisch. Ich kann jetzt gar nicht mal so viel reden. Ich will ja eigentlich auch nicht off-topic reden unbedingt. Sehr auf das Spiel konzentrieren. Nur eben, ich habe das alles schon tausendmal erklärt. Das geht halt einfach auf den Keks immer alles zu erklären. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Zeitanzeige. Also wann ihr die Frage oder so habt. Vom Video. Und ich erkläre es. Ich bin sowieso einer, der echt viel kommentiert in manchen Videos. Solltet ihr auch mal machen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ihr müsst einfach, wenn ihr das Problem habt, dass irgendwelche Games nicht Spaß machen oder das Gefühl hast, du wirst nicht angenommen in der Community oder so, macht Kommentare. Nehmt euch Zeit, die Community auch wieder zu suchen, die euch gefällt. Und dann habt es wieder. Aber eben, es sind halt manche Menschen echt noch zu jung, um überhaupt so GTA-Livestreams zu sehen. Und dann sind sie zickig. Haben noch nicht die Lebenserfahrung. Und das betrifft dann halt wieder mich. Aber ich bin ja eben einer, der nicht so auf Probleme schaut. Ich livestream ja nur. Ich bin nicht einer, der meint, er müsse die Leute bestrafen oder aus welchen Gründen erziehen. Das haben sie einfach verpasst und sind dann weiter weg von der guten Erziehung, von tollen Lebens, sie viel weiter gekommen sind und so weiter. Ja, ja. Manche hängen wirklich sehr weit hinter dem Jahr zurück. Und ich war mit 3 Jahren schon eigentlich erwachsen. Was ich weit voraus war den anderen Schülern und jetzt in den Livestreams, wie viel ich einfach voraus bin. Die Leute meinen, ja, ich habe nicht so viel Spaß, weil ich jetzt nicht immer lache oder so Sachen. Dabei geht es mir prima. Ich kann immer mit Krankheit und alles noch echt glücklich sein. Nur eben, die Leute können es ja nicht. Und dann versuchen sie natürlich die Leute, die wirklich Spaß haben, zu necken. Ui, das betrifft mich. Ich habe jetzt 0,1% weniger Spaß. Oh. Dann sind sie weg, gemeldet und tschüss. Ah. Ja gut, so ist das Leben. Man hat immer wieder Steine im Weg. Weil einfach nicht alle so richtig mal das Leben genießen auf hohem Niveau. Viele sinken da schon tief in ein Riesenloch. Und das betrifft dann die Menschen, die gar nichts dafür können. Ja, ja, ja. Ich habe, glaube ich, das falsche Juwel ausgewählt. Ah, das habe ich schon mal. Das rote habe ich auch schon mal, das blaue habe ich auch schon mal irgendwo. Das da? Ne. Das blaue, ah da. Okay. Ja. Komm, wir machen Navali. Nein, nein, wir machen noch nicht Navali. So. Ah, das ist schon aufgedeckt, können wir durchrennen. Ja, vielleicht von der Reliquien kommen wir jetzt ein bisschen weniger weit. Aber dennoch. Das machen wir doch gern, ein bisschen rennen. Nehme ich den Schrein mit, den ich vergessen habe zu aktivieren. So, dann können wir gleich noch Kitava ins in den Part setzen. Genau. Wunderbar. Ich merke auch, wie Arc Totem jetzt wieder stärker wurde durch die 2 Notes für Arc, für Totems. Ja. Der wird spaßig, der Bild. Eben, ich gehe nicht auf Krieg. Weil da bekommst du so viel Schaden über, weil du die 2 Zepter nehmen musst, die sowieso nie droppen. Und dann brauchst du die so unbedingt, damit du wenigstens ein bisschen mehr Schaden machst. Gehst du lieber auf Non-Krieg und hast wirklich ständig immer wieder gute, starke Schläge. Treffer. Ja. Oh, schön. So viele Gegner auf einer Stelle tot. So wie ein Domino. Kettenblitz ist immer so wie Domino.
Was bedeutet Ark eigentlich? Ark ist doch ein Wort, was irgendwie so göttlich ist, also so religiös. Was hat das mit Kettenblitz zu tun? Ich muss mal eine richtige übersetzen. Auch Google und so, Google Translation ist da nicht so gut. Ach komm, Google. Immer so Doppel-Tastaturschläge. Bogen. Hä? Ich dachte, Bow heißt Bogen. Ach, Englisch. Englisch hat nie so einen richtigen Sinn meistens bei den Werten. Tja. Deutsch ist einfach eine professionelle Sprache. Es ist sehr schwer. Aber für die beste Sprache. Was für einen Stellenwert Deutsch hat bei mir. Das ist extrem. Ich liebe die Sprache. Deshalb habe ich auch fast keinen Dialekt mehr. Also ja schon, aber echt wenig andere Wörter. Wenn ich so manche österreichische Streamer sehe oder schwabische oder nordländische, so wattländisch oder so. Oh, da verstehe ich manchmal kein Wort. Blitzschnelle Bild. Das ist ja mal heftig. Heißt der Kettenblitz war in Diablo 2 eigentlich echt schwach. Also schon gut, aber viel schwächer als nur ein normaler Blitz, der nur geradeaus ging und alles durchbohrt hat. Was machst du da? Leise fahren. Aber mal wieder. Vielleicht wieder schön etwas graben im Sandkasten. Vielleicht ist das ein Sandkasten für dich. Hey, wieso geht es schon wieder nicht? Ja, sicher, das one-hittet mich. Obwohl ich schon viel regeneriert habe. Genau. Eben, ja, wir sind echt schwach momentan. Überhaupt nicht sehr. Ich glaube, der Fahrlichtbogen ist echt ein bisschen verbuggt. Ah ja, der macht ja gar keinen Schaden. Deshalb. Stimmt, den kann ich rausholen. Ein anderer benutzen. Zum Beispiel zum Einfrieren den Cold Snap. Oder so. Jo. Ich sollte vielleicht auch mal teleportieren, aber auch nicht so gerne. Daran geht's ja. Ja. Dass der endlich teleportiert ist in Notsituation. Ja, müssen wir noch ein bisschen leveln. Ne? So, jetzt kommst du rot raus und dann tötest du mich. Also, verfluchst du mich sozusagen. Töten ist es ja nicht. Nur umfallen. Tschüss. Schön. Hauptsache 30% weniger Widerstände. Ja. Ist ja nicht schwer. Das ist nur ein bisschen peinlicher. Ein peinlicher Ersatz für irgendwie, ja, die Gegner werden schwer. Aber dass immer diese Strafen sein müssen. Wieso wird der Held nicht einfach. Ja, von den Spells her nochmals irgendwie ein bisschen geschwächt. Wieso müssen nur Resistenzen oder so gesenkt werden? Also, dass man einfach irgendwie wieder auf den Stand von vor ein paar Akten gesetzt wird. Und dann sind die Gegner halt auch ein bisschen schwerer dann in den neuen Akten oder so. Aber dass es immer einfach diese Schwächungen sind, diese prozentuellen Schwächungen. Okay, dann in den
Stab. So, was haben wir da eigentlich noch? Den Herald des Donners. Wo ist jetzt eigentlich der Pfahl? Ah, der Pfahlark ist ja ausgerüstet, genau. Okay. Also den müssen wir ausrüsten wegen dem anderen Ark, wegen dem normalen Ark. So, dann haben wir hier auch nichts. Wir haben einfach zu wenig Mage-Items schon gefunden. Das ist nun mal so. Ja, ja. Komm. Ah, hier noch kurz schauen. Hier. Nö, nichts Neues. Also mehr Leben. Ach komm. So, dann wieder weiter. Mal schauen, ob wir hier einen Riss haben. Ja. Weil Risssäge, wenn wir diese Abyssjuwelen, und die brauche ich jetzt eigentlich immer noch recht viel. Nicht so viel explodieren, bitte. Ja, schade, kein Riss wahrscheinlich. Da ist gar nichts mehr. Ich glaube, ich tue den Leo et al. Mal noch zwischen zwei Parts suchen gehen. Auf dieser Insel, Gezeiteninsel. Wird wahrscheinlich knapp sein. Das ist einfach zu selten droppt natürlich. Ich glaube, ich habe 2 von 4 oder 2 von 5 oder so. Wird schon gehen mit diesem Charakter, wenn er noch nicht so überlevelt ist. Dann spawnen die natürlich sehr viel weniger. So, haben wir das bald abgeschlossen. Ja, ein Monster, das ist nur noch der Boss hier. Gut, abgeschlossen. Dann können wir gleich noch zur Gezeiteninsel gehen. Ja, es ist ein bisschen knapp vom. Ja, doch, geht noch. Gut. Hier durch. Ja, ich werde noch ein bisschen weiter spielen, natürlich. Akt 6 ist jetzt auch nicht ganz so interessant von der Story und so. Das habt ihr sicher schon gesehen bei den anderen Charakteren. Was ich will, ist einfach vorwärts kommen nach dem Spiel. Damit ich nicht in Zeitdruck komme dann Ende Season. Ja. Aber ich will euch ja natürlich noch so viel zeigen. Genau. So, ich klicke mich jetzt wieder ein bisschen öfters, weil ich ja sensibel angestellt habe. Weil sonst wird das ein bisschen mühsam mit meiner Hand. Weil ich so Muskelkater habe. Ja, ich betreibe echt wieder viel mit Sport. Mach so gerne Sport, aber auch. Da musst du halt einfach weitermachen. Auch wenn der Körper sagt, nö, ist ja momentan ein bisschen verletzt wegen Muskelkater. Oder wegen Zerrungen oder so. Machst du einfach weiter, fett. Und deshalb sind manche Fußball und so auch so sensibel, weil sie dann immer wieder lange Zeit ruhen und dann einfach nicht mehr im Stand sind wie vor der Verletzung. Dann müsst ihr einfach weitermachen. Der Körper regeneriert sich auch, wenn du weiterspielst. Ach Leute, weißt du, wenn die Menschen aufhören, mal sensibel über irgendwas zu sagen, weil sie ein bisschen mehr wissen über die Krankheit oder so, sich so schwächen, obwohl sie einfach das nie verstehen, wieso sie geschwächt werden. Menschen sollen einfach wieder ein bisschen mehr auf Erfolg trimmen. Auf etwas bleiben, einen Sport oder so auch wirklich immer wieder durchziehen und so. Und einfach weniger süchtig auch zu werden, weniger spielen. Du musst nicht den ganzen Tag immer nur spielen. Es ist ja auch besser, wenn ihr mal eine Pause macht und dann noch erfreuter sind, weiter zu spielen dann. Ja. Also
bei mir geht es halt nicht anders, weil ich nichts mehr anderes machen kann als Sport. Und wenn ich mal müde bin, dann halt einfach zocken muss, weil ich nichts anderes kann. Aber eben, bei mir geht es ja noch, ich kann den Tag noch füllen. Andere können ja den Tag nicht mehr füllen, weil sie irgendwas machen. Einen Beruf haben oder Schule haben. Und dann einfach nur den ganzen Tag dann noch zocken. Dann haben sie den ganzen Tag wirklich nichts erreicht. Gar nichts. Also lieber so zocken, dass es euch wirklich auch Spaß macht. Und nicht einfach zu süchtig werden und dann einfach gar keinen Spaß mehr haben bei den Games, weil ihr es schon fertig gezockt habt und dann ist. Ach ja. So, ging ganz schnell. Hä? Also dann gehen wir zur Gezeiteninsel. Weil da kommt ja kein Waypoint, außer beim Boss. So, gehen wir dann mal kurz mit dem Portal dorthin. So, also Teleport, also Portal und Teleport ist der Waypoint. So, also werde ich denn die Gezeiteninsel wieder einmal umkurven und schauen, dass das droppt, die zwei oder drei Karten fülle up et al. Und den nutze ich dann beim Skelettenmenzel. Genau. Da geht es noch weiter raus. Ist aber nichts mehr, okay. So, es ist 1 Uhr, habe ich noch kurz Zeit, um ein bisschen zu farmen. Sonst halt morgen früh. Weil ich tue nur noch 4-5 Stunden pro Tag schlafen. So gut beim Erholen bin. Also ich meistens nur 2 Stunden brauche, bis ich komplett erholt bin, was andere Menschen 10 oder 12 Stunden brauchen. Das ist extremst, oder? Weil einfach der Körper so mega gesund ist. Oder? Also wenn ihr bedenkt, wenn jetzt meine Krankheiten mich um 20% schwächen, dann mache ich das einfach mal 40% wieder fett. Das ist ein Sport. Und was andere Streamer echt nicht können, also nicht gut streamen können, weil sie zu müde sind und so und im Schläfgau wegen. Ich bin einfach immer fit. Ich habe das Problem, was andere Livestreamer haben, gar nicht. Gar nicht. Egal. Und ich habe ja immer sehr viel Spaß an den Spielen. Nur ja, komme ich natürlich deswegen auch keinen Erfolg über. Scheinbar müssen wirklich viele Leute einfach dieses Drama haben. Oh, schwach, oh, ich bin so schwach, oh, ich habe mal Hunger, oh, ich muss Bier saufen. Oh. Und so. Das haben die Leute irgendwie lieber als Leute, die perfekt sind. Aber ich kann ja nichts anderes, ich kann mich nicht schlechter machen. Also soll ich anfangen, irgendwie die ganze Zeit AFK zu sein in den Livestreams? Nee, lieber nicht. Deshalb muss halt einfach die Effizienz noch her. Und dafür seid ihr eigentlich zuständig, wenn ihr wirklich wollt, dass ich natürlich noch ein bisschen beliebter werde. Wieso schenkt mir das nicht ein bisschen? So viel müsst ihr auch nicht hergeben. Dafür habt ihr einfach umso mehr Spaß. Und es geht ja gut, hey. Ich habe so viele Kollegen innerhalb von 2 Wochen bekommen. Das ist effizient. Nur eben nie erfolgreich. Wieso mich ein paar andere Livestreamer oder so müssen animieren, das auch so gut zu machen wie ich zum Beispiel. Eventuell so auch ein bisschen andere Menschen wenigstens einen Erfolg schenken oder so. Ja. Ich bin eben einer, der einfach Menschen helfen will. Egal, was sie für Scheiße machen. Also. Eben, sie müssen einfach mehr auf mich aufmerksam werden, die auch so toll sind, wie meine tollen Kollegen, die wirklich auch viele Kommentare schreiben oder mitspielen und so weiter. Muss einfach mehr kommen. Und das macht man natürlich nicht, indem man sich einigelt und sagt, ja, die anderen sind sowas und unfair, die bekommen einfach mehr Abonnenten über. Das ist einfach no go. Das hat selber irgendwie auch nochmal etwas verbessern, nur wenn du kein Geld hast, geht's nur nicht. Deshalb einfach, ja, wenn ihr Livestreamer mögt, helft ihnen doch, oder?
Nicht die ganz Großen, die brauchen keine Hilfe. Aber einfach dem allgemeinen Genre des Livestreamings ein bisschen aushelfen. Oder? Weil, ich sage ja mal nicht, ey. Ich habe keine Zeit oder keine Lust. Das wird euch nicht weniger Lust geben, Videos zu schauen. Das wird euch mehr Lust geben. Also, mehr Arbeit, dafür mehr Spaß. Das ist die Hauptdevise. Und ihr wisst ja, ich war ja damals schon groß, als Gronkh und so erst groß wollten sein. Die haben da immer wieder gesagt, ja, Mann, hätte ich doch noch mehr Zuschauer und so. Oh, ich bin so ein Armer. Und ich habe denen geholfen, egal, wenn sie es gesagt haben. Das war ja nicht schlimm. Aber ist nun mal so, dass die meisten Leute halt einfach zu viel erfahren und dadurch ein bisschen Probleme bekommen. Ich hole mir jetzt die IQ-Sachen. Ich tue das mal so machen. Oh, jetzt ist das Video schon ein bisschen länger, aber das macht keinen. Ja, das ist ja nicht schlimm. So viel länger wird das Video auch nicht gehen. Ja, dann mache ich das am besten im nächsten Video dann weiter. Einfach so ein bisschen erzählen und so. Weil so viel jetzt zu erklären, das gibt es nicht. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und sonst sagt es mir bitte. Und nicht mit Dislike und so meinen, ja, du könntest es beeinflussen. Und ja, dann einen schönen Tag. Und für mich eine schöne Nacht. Für mich ist es jetzt Nacht. Mal schauen, wie es bei euch ist und welche Uhrzeit. Gut, also, bye.